Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Genshin Impact und leider ist es nicht Sonntag. Ich hatte gestern, also aktuell ist es Montag, ich hatte gestern wirklich keine Lust mehr, beziehungsweise Lust eigentlich ja, aber ich bin im Moment echt müde. Ich habe mal gegoogelt, aber bei Google, ich weiß nicht, ob man Google überhaupt immer glauben darf. Man hört ja immer, wenn man Symptome googelt, hat man grundsätzlich immer Krebs. Laut meinen Symptomen habe ich entweder Diabetes oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Und ich bin wirklich in letzter Zeit, sagen wir mal, eigentlich seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, wirklich immer, immer müde. Immer, immer. Also ich bin nur noch am Pennen. Ich komme von der Arbeit, bin am Pennen. Vor der Arbeit, ich bin am Pennen. Wenn ich einen Film gucke, der mich jetzt nicht zu 100% wegflasht, dann penne ich ein. Ich gucke eine Serie, ich penne direkt ein. Ich bin nur noch am Schlafen. Ich bin nur noch, nicht nur müde, sondern wie sagt man, auch dieses, also diese Lustlosigkeit, diese träge. Nur noch so träge und. Ich glaube, nach dem Urlaub auf jeden Fall werde ich mich mal beim Arzt durchchecken lassen. Vielleicht habe ich ja wirklich eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich meine, ich habe ja auch eine Gewichtszunahme von 30 Kilo gehabt, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen. Zufall vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wegen dem Rauchen, seit ich 30 bin. Mit 30 soll ja der Stoffwechsel auch angedutscht werden sein, gedöns, weiß schon. Und wir müssen ja noch mal eben ein paar Blümchen sammeln. Also mit 30 ist ja der Stoffwechsel auch langsamer. Also seit ich 30 bin, habe ich 30 Kilo zugenommen. Habe aufgehört zu dem Zeitpunkt mit dem Rauchen und bin auch seitdem müde. Also vielleicht habe ich Blutarmut, Eisenmangel, Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion. Vielleicht habe ich auch alles gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Aber ich kann mir das halt gut vorstellen. Und dann muss ich mich auf jeden Fall mal deswegen untersuchen lassen. Ja, und deswegen konnte ich halt gestern nicht aufnehmen. Was wiederum bedeutet, dass wir heute diese Bücher nicht kriegen. Wir müssen... war das bei ihr? Ne, bei ihr holen wir ja jetzt gerade die Dinger. Ne, das waren die Waffen, ne? Hier. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Sonntag kriegt man halt alles. Und das jetzt halt nur Mittwoch und Samstag. Und heute ist Montag, das heißt, wir kriegen das leider nicht. Von Fische. Gut, das können wir... Oh, hier fehlt uns nur noch einer. Von Schuldeneintreibern. Oder mit Sternstaub kaufen. Oder kann hergestellt werden. Okay, das können wir eh herstellen. Aber danach werden wir das ja wieder brauchen. Okay, heute ist Montag. Das könnten wir kriegen. Das ist ja sowieso Finish. Aber selbst wenn... Dann Mittwoch, Samstag, Sonntag. Würden wir also auch nicht hinkriegen. Und hier Dienstag, Samstag, Freitag und Sonntag. Also selbst bei ihr können wir das nicht hinkriegen. Können wir zum Glück herstellen, aber ich weiß halt nicht, ob wir auch die Materialien dafür haben. Wahrscheinlich ja. Also grüne müssten wir eigentlich ewig viele haben. Und da fehlt uns auch nur ein. Aber ich habe es halt verkackt. Also sonntags muss ich mich wirklich eigentlich immer darauf konzentrieren, dass wir die Dinger kriegen. So, waren nicht hier irgendwo Blumen? Wann denn diese scheiß Blumen? Vom Teleporter aus? Die waren auch hier hinter, oder nicht? Oder sind die noch nicht respawned? Das kann natürlich sein, dass sie noch gar nicht respawned sind. Ja, okay, dann werden wir das erstmal so machen, dass wir jetzt erstmal... Warte. Wir brauchten doch noch hier irgendwo... Ach, Quatsch. Da. Oder die Pyrohypostase. Aber die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, glaube ich, ne? Guck mal eben. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht. Wir haben halt Elektro, Animo. Doch, haben wir doch. Ja, dann machen wir die. Wo war die gewesen? Achso, haben wir doch noch nicht. Er sagt, haben wir nicht. Okay, können wir doch noch nicht. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Daily Quartz.
Daily, daily, wo seid ihr? Daily, daily. Oh, und die Dinger brauchen wir ja auch noch, ne? Dann machen wir die mal zuerst, weil die haben wir jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht. Hier wegen dem Bäumchen. Dann machen wir erstmal hier das. Das müssen wir machen, dann nützt ja nichts. Und wenn wir das alles fertig haben, dann machen wir auch mal wieder eine Hauptquest. Die Charaktere müssen wir ja nicht direkt auf 100% wieder ballern. Die Lok ist ja da. Also er ist ja am Chisel. Aber wir können ja auch nicht jede Folge uns nur darum kümmern. Eisige Ernte. Müssen wir die dazu? Wahrscheinlich, ne? Hallo! Hier für euch. Aua, 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 aua. Nein, ich bin auf dem Baum. Was? 1 von 5? Achso. Ja klar. 1 von 5 Dinger haben wir jetzt gemacht. So, hier kriegen wir 2 auf einmal. Und dann da oben, das ist ja schnell gemacht. Komm, hier, go. Das haben wir ja 0, nix. Schöne Mucke wieder. Die, die, die. Müssen wir zu den Schweinen? Ich glaube nicht zu den Schweinen. Schweine sind doch unsere Freunde. Der war gut, ne? Hier oder noch tiefer? Noch tiefer, okay. Okay, hier ist nichts. Warte mal, das können wir ja auch am besten mit ihr machen. Pup. 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 Warte, warte. Das und das da. Nein, hör doch auf, da mal aufzuziehen. So. Zack. Ja, dann werde ich nächsten Sonntag. Ah, Sonntag aufholen. Sonntag wäre ein Tag vorm Urlaub. Vielleicht könnte ich Sonntag noch ein bisschen aufnehmen, dass wir wenigstens Sonntag noch mal ein paar Bücher sneaken. Können wir uns hier uns irgendwo wehren? Ja, aber wo? Die sagen ja, da. Ja? Aua, 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 aua. Ja komm, mein kleiner Dickerchen. Hier kriegst du Ulti. Zack. Und zack. Und zack. Dün, dün, dün. Hallo. Warte, warte, warte. Ach, das war das gar nicht. Lol. Wir müssen hier hoch. Ah, da oben. Pion, zick. Pion, zick. Kommt er wieder? Oder sind die Runner gefahren und tot? Ich glaube, wir müssen da hoch. Die sind da zu dritt. Und ich schwimme, schwimme, schwimme und ich schwimme. Seh dich. Zack. Jawohl. Ach ja, wir erfrieren, wir haben ja gar keine Zeit rumzualbern. Hi. Hi. Hiya. Hiya. Schnell. So, und als nächstes hier die beiden. Da gehen wir doch am besten
Da, ne? Und dann da, da. Können wir erstmal hier lang. Und zu dem Baum müssen wir dann gleich auch noch gehen. Die, 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 wie. So, was ist hier los? Ihr? Patsch! Also hier könnte man die 5 Sekunden auch ganz gut, glaube ich, mit dem Fallen schaffen. Wenn man sich merkt, wo man hinspringen muss. Besiege alle Gegner. Wo sind sie? Hier oben? Ah. Zack! Wenn man sich das nämlich merkt, wo die sind, dann könnte man ganz, ganz oben hin, beim Drachengrad, ganz oben, da losfliegen und dann einfach losspringen. Also wenn man sich das hier irgendwo merkt, wo so ein Chilchul-Gedöns ist, zum Beispiel da, man könnte das ja auch markieren, die Stelle oder so, und dann von da ganz oben aus losspringt, dann müsste das ja eigentlich rein theoretisch funktionieren, oder? Jo, da lang. Ja, ja, quatsch mal nicht rauchen hier. Bam. Viel zu viele Lichteffekte. Ich sehe ja gar nichts. Weg mit dir. Ding, ding, ding. Also, aua. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Hoch, hoch, hoch. Was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Ey, dich brauche ich doch. Nee, du bist ja kein Schuldeneintreiber. Egal, euch töte ich trotzdem. Weil von euch, glaube ich, brauchte ich auch immer was, oder? Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ich hasse die immer noch. Und die werden ja auch immer jedes Mal stärker. Ich freue mich schon, wenn wir wieder ein paar Stufen hochsteigen. Einfach umkippen, Mensch. Hier jetzt hoch. Schwumm, 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 schwumm. Ich bin ja nur so gut wie tot, egal. Schwumm, 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 schwumm. Vielleicht finden wir ja noch eine Kiste. Hier. Du bist keine Kiste, geh weg. So, jetzt müssen wir noch höher. Da müssen wir hoch. Man hört die Wölfe heulen. Kann ich mich irgendwo wehren? Wärmen? Wahrscheinlich nicht, wa? Gut, dann muss Sascha Rose herhalten. Den Damage, den wir jetzt kriegen, muss sie abfedern. Hey, guck, sie freut sich ja schon. Nicht meckern. Einfach hoch. Ja. Cheater, ne?
Chide mit Tide. War schön mit dir, Sascha Rose. Aber du musst jetzt leider sterben. Oder da oben wird gleich was zum Aufwärmen sein. Nehmen wir mal ein bisschen Fischel. Sie muss ja nicht unbedingt sterben. Ja, da, da. Hui. Aufwärmen. Jawoll. Zack. Oh, zack. Jawoll. Hier ist noch eine Kiste gewesen. Hab ich gerade noch gesagt, ne? Dass wir da noch nicht oben waren. Warte mal, wie viel Prozent haben wir jetzt? Ich sehe das nicht. 98. Hier sind nur noch so ein, zwei Kisten. Dann hätten wir sie alle, ne? Ja, einfach runterrennen, natürlich. Ja, wie sie da einfach runterrennen. Gar kein Problem hier. Geschafft. So, jetzt haben wir alle. Jetzt habe ich irgendwie Bock, dass ich ganz zufälligerweise hier noch eine Kiste finde. Ganz zufälligerweise noch eine Kiste. Ich komme zu euch. Batsch. Der muss rein. Hier für euch. Wams. 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 Vor allem sammelt das immer schön die Items zusammen. Finde ich auch klasse immer. So, jetzt einmal zum Bäumchen. Aber erstmal heilen. Heile mich! Und jetzt einmal zum Bäumchen. Bam, 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 bam. Guck mal, da zum Beispiel. Nee, oder? Da müssen Helichulen. Ja, hier sind Helichulen. Da beim Baum. Da könnte man eigentlich theoretisch hinspringen mal. So, was fehlt? Fehlt noch einer. Verdammt. Verdammt. Okay, morgen wieder. Ich glaube morgen, ne? Ne, in 3 Tagen erst. Uff. Uff. Also nur alle 4 Tage oder wie? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, ja, ist halt so, ne? So, dann mal eben rüber zur Blume. Jetzt mal eben gucken, ob die Blumen da sind. Jetzt haben wir ja ein bisschen was getan. So, von hier aus. Das war doch hier. Genau hier. Ja, wo sind diese verdammten Blumen? Wie lange brauchen die zum Respawn? Kann doch nicht sein. Wir waren jetzt ewig unterwegs. Ewig und 3 Tage. Ihr seid schuld. Warum wir? Was haben wir denn gemacht? Ihr pflückt heimlich Blumen. Oder? Das Schwein ärgert mich. Und pflückt immer heimlich. Oder? Das ist gar kein Ärgern. Sie gibt sie mir später. Beep, 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 beep. Hui. Blümchen. Ich sehe auch einfach keine Blümchen. Hier ist alles zerrupft und zerkluft. Ja. Also die 10 Blumen werden schon
allem, es sind 2 Tage vergangen und die Blumen sind nicht nachgewachsen. Verstehe ich nicht. Also muss das ja nach Ingame-Zeit gehen. Und Ingame war das ja jetzt auch ein bisschen. Wie sie einfach abnippeln. Einmal reinfeuern im Phönix. Und direkt tot. Nachteil, die Items liegen bis hierhin. Ja gut, dann halt keine. Kann man die auch nicht kaufen? Irgendwie? Bei einem Blumenhändler oder so? Empfohlen, in der freien Natur unter Bäumen zu finden. In der Nähe der Statue der 7 auf dem Windsteg zu finden. In der Nähe der Statue der 7 auf dem Windsteg. Wo ist ein Windsteg? Was heißt Windsteg? Das hier? Statue der 7. Das ist kein Windsteg. Sternfalltal. Da. Ja, da müssen wir eh hin. So, und hier sollen jetzt welche liegen. Wo sind hier welche? Da. 2 oder was? Und da auch noch. 3, 4. So, und kommen die denn jetzt wenigstens immer wieder? Werden wir ja sehen. Also ich meine, die 4 waren ja jetzt wirklich nicht weit weg. Hallo. Warte, da sind auch noch welche. Und da auch noch. Ne, das sind andere, oder? Goldfischerkraut? Ist das Goldfischerkraut, was wir brauchen? Nee. Windmühlenlaster. Das sind die nicht. Das sind die nicht. Aber das. Ja. Okay, hier sind wirklich sehr viele. Noch mehr? Wenn nicht, ist auch okay. Wenn die wenigstens schnell nachspawnen, ist das okay. 2 Goldfischerkräute. Kräute, genau. Kräute. Das ist auch nur Goldfischer. Das ist auch alles nur Goldfischer. Da ist noch. Ne, das ist auch nur Goldfisch. Na gut, egal. Wenn die wenigstens nachwachsen, dann ist alles okay. Dann bin ich auch glücklich. Werden wir sehen. Wir machen die Dailies und gucken nach der Daily dann nochmal hier nach. Oh, leider ist das auch kein gutes Material, um darüber zu schreiben. Was schreibst du denn? Ich suche nach Inspiration für mein neues Buch über Mondstadts Geschichte mit besonderem Fokus auf den Wind. Eigentlich ist dies der perfekte Ort, um Inspiration zu finden, direkt an der Statue der 7, die Animokraft repräsentiert. Dort ist auch noch der alte Baum, der mit der Legende der Heldin Venesa verbunden ist. Dennoch ist es irgendwie lustig, denn ich besitze kein göttliches Auge, und es ist schwer für mich, den Wind zu sehen oder gar zu fangen. Und diese sogenannte Suche nach Inspiration? Ich lege gerade erst damit los. Der Großteil meines Materials wird aus Ressourcen aus zweiter Hand gewonnen. Das ist das Leben eines Menschen ohne ein göttliches Auge auf diesem Kontinent. Zu viel zu tun und trotzdem wenig zu erreichen. Man kann die Macht der Elemente ohne ein göttliches Auge nicht nutzen. Ob in der Forschung oder im Leben. Diejenigen ohne Leben wie Außenseiter in ihrer eigenen Welt. Vielleicht sind in den Augen der Götter die Träger von göttlichem Auge die wichtigsten Menschen dieser Welt. Entschuldigung, ich habe zu viel gesagt und trotz des Gesagten werde ich meine Forschung nicht aufgeben. Ich habe kein göttliches Auge, aber ich werde im Sinne der Wissenschaft nicht verlieren. Ich habe auch gehört, dass man die Elemente sogar ohne göttliches Auge verwenden kann. Wenn du mir helfen könntest, einige dieser Gegenstände zu finden, die von der Animokraft durchdrungen sind, würde das meiner Forschung wirklich helfen. Damit kannst du mir helfen, den Baum hochzuklettern und nachzuschauen? Ich werde das übernehmen. Ach toll, ich zähle auf dich. Du kannst die Elemente sehen, oder? Ich vermute, dass du
nur der Spur des Windes folgen muss, um so etwas zu finden. Ich werde auf dich unter dem Baum warten. Falls du irgendetwas findest, bring es einfach runter zu mir. Kriegst eine Kokosnuss auf den Kopf. Boing. So. Wo ist der Wind? Ich glaube, ich muss aber einfach nur den Baum hoch, oder nicht? Fehlende Blätter im Gedöns. Ich kletter jetzt einfach da hoch und ins Jut. Braucht doch kein göttliches Auge, um da hoch zu klettern. Zack. 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 So, bin oben. Da. Pflücken. Boing. Boing. Und? Da hinten. Am Ast. So, ich komme zurück. Platz da. Ein paar Eier. Bing, bing, bing. Hui. Zack. Meins, 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 meins. Hier, bitteschön. Hast du etwas gefunden? Ich habe einige Blätter hier. Blätter? Lass mich sehen, bitte. Du hast sie sogar in die Box gelegt. Wenn du sie in der Hand hältst, erlauben dir die Blätter tatsächlich den Wind zu spüren. Ach, die Blätter. Ich habe immer einen Schluck auf, wenn ich räuspel. Also wenn ich diesen Klumpen Schleim im Hals raus so machen will, dann immer. Und wenn man bedenkt, dass dieser Baum wirklich über solche Macht verfügt hat. Wenn ich nur ein göttliches Auge hätte, dann müsste ich nicht so viel Zeit verschwenden. Danke. Dies ist eine sehr faule Ressource und als solche werde ich sie verwenden. Ich habe trotzdem noch keine Methode, diese Blätter zu bewahren. Ich habe sie dir doch in die Box gelegt. Es ist gänzlich möglich, dass die Animokraft in ihnen nur allzu schwer schwindet. Trotzdem, nimm das als Entschädigung für deinen Aufwand. Wer weiß, vielleicht frage ich dich in Zukunft noch einmal nach Hilfe beim Sammeln und Forschungsmaterial. Oh, und noch eine Windmühle hast du da. Sehr gut. Hast du noch mehr davon? Und man findet sie in der Natur unter Bäumen. Also unter dem Baum zum Beispiel. Oder unter den, unter dem, unter den, unter den. Es sind genug Bäume hier. Warte mal da. Warte mal, warte mal. Ich sehe da was Rotes. Oh. Finden wir noch mehr? Ich geh mal den Weg hier hoch. Bip. 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 Ja, hier sind nur Pilze. Pilze, Pilze. Ich glaube, mehr Rot finden wir hier nicht, ne? Weil wir haben auch echt viele Rote jetzt gefunden. Also, so ist es ja nicht. Und Lampenkraut brauchen wir dann ja auch noch, ne? Was macht die denn da? Schmetterlinge fangen? Soll ich mal hingehen, fragen? Pass auf! Da kommen zwei. Okay, die gehen. Pflanzenkundlerin. Toll! Ich hatte seit Ewigkeiten keinen tierischen Kontakt mehr. Verkaufst du ein paar Pflanzen? Oh. Natürlich. Im Gegensatz zum Blumenladen von Flora verkaufen wir hier alle Pflanzen. Aber keine Dinger, die ich brauche. Nee, davon haben wir noch gar keine. Doch. 22, 6. Davon nur 6? Dann nehme ich davon mal welche. Falls wir die mal brauchen. Und die scheinen auch selten zu sein. Die kaufe ich einfach mal. Die seltenen Sachen hier. Da. Gönn dir. Hol dir davon eine PlayStation. Aber sonst haben wir hier nichts Rotes mehr, okay. Na gut, dann ab zur nächsten Daily. Moin, was geht hier ab? Ja. Du.
Heia! Bam! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hi. Gehen Sie weg! Oder gehen Sie weg! Warte, jetzt einmal hier. Bams! Oh, es regnet. Ja, Schnauze. Weg. Bing, bing. So, mehr haben wir hier nicht, ne? Haben die irgendwas gebunkert? Ja. Na gut. The next quest is door. Gehen wir hier hin. Vor allem, wenn man mal überlegt. Eigentlich soll ich weiterhin die Dailies. Gib bloß weg, du! Soll ich die Dailies wirklich weiterhin in der Folge machen? Weil nur die Dailies allein verbraucht auch immer schon eine ganze Folge, ne? Oder soll ich Dailies lieber privat machen? Oh. Hier für euch. Wams. Wams. Bams. Klatsch. Butsch. Bumm. Alter. Wie einfach abgeht. Schmetterlinge. Oh. Was passiert, wenn ich die anzünde? Manchmal gibt es ja auch mal Kästen dafür. Schade. Was bist du denn? Ach, die habe ich gerade noch gekauft, ne? So, und the last. Hm? Haben wir schon alle vier gemacht? Bin ich blind? Nee, da. Wollte schon sagen, hab da noch nicht alle vier gemacht. Weil wenn ich die privat mache, die Dailies, ist das auch irgendwie doof, oder? Ding, ding, ding. Dann, 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 dann. Ich komme. Hui, ja, und tot, ne? Nee, nicht tot. Da kommen sie. Feuer frei. Was? Brenne. Brenne. Wim, 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 kann ich auch. Nur ich bin nicht so schnell. Wo steht er denn schon wieder auf? Warum schießt er immer hier aus Feuer, ne? Also nicht nur Feuer, Fackeln, alles. So, jetzt könnten wir die abgeben. Aber ich will mal eben noch gucken wegen... Flüsterwald. Wegen Lampenkraut. Wir brauchen auch noch Lampenkraut. Und heilen. So. Und wir müssen dafür dahin. Und es muss dafür Nacht sein. Warte, wir müssen mal eben... Sonst finden wir das Lampenkraut nicht.
klockle, 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 klockle. Blim. Oh, bin ich dumm. Klick, klockle, 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 klockle. So. Natürlich. Wollte ich abends haben und nicht früher morgen. So. Ey, hier ist noch. Was? Erzähl mir nix. Wie bitte was? Wieso ist denn hier noch? Hä? Ja, genau. Den Baum hoch. Alles klar. Hä, wo kommt denn die Segel auf einmal her? Erzähl mir nix. Dass wir die nie gesehen haben, kannst du mir nicht erzählen. Die ist auch da ausgebüxt. So abgehauen. Poing. Das war Betrug. Aber wir sind schon fast Level 40. Hast du gehört? Fast Level 40. Zwei Schweine. Das werden die gar nicht merken. Ich mache einfach Papp. Das merkt er gar nicht. Das merkst du nicht, habe ich gesagt. So, jetzt brauchen wir noch Lampenkraut. Ja. Ist einfach so eine Seele. Kann ja nicht angehen. Und da ist auch noch eine Kiste. Erzähl mir nix. Einfach da im Busch. Ich meine, hier ist auch noch richtig viel. 14% noch, aber trotzdem heftig. Hier war ich doch auch schon wieder 1 Million Mal. Wo ist denn jetzt überhaupt der Flüsterwald? Da lang. Piep, 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 piep. Ja, getroffen. Mit Auto-Attack, nicht mal gezielt. Ba-ba-ba-ba-bam. Bip. Lampenkraut, wo seid ihr? Ob wir noch mehr finden? Wir haben jetzt mal eben 2 Kisten gefunden. Was mich immer noch wegflasht. Allein die Seele, die eigentlich so mega auffällig ist. So. Hier müssen wir doch jetzt eigentlich gleich da sein. Da, Flüsterwald. Die. Hier ist noch eine Kiste. Gibt's ja nicht. Kiste Nummer 3 im Startgebiet. Juhu. Da. Bing, 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 bing. 3 Stück schon mal. Ich kontrolliere erstmal die linke Seite und auf dem Rückweg dann gleich nochmal die andere Seite. Hier auch. Bing, bing. Ha, in den Arsch. Bing, bing, bing. So. Nochmal 3. Sind hier auch noch welche oder bin ich jetzt schon zu weit? Wahrscheinlich schon zu weit, ne? Dann gehen wir jetzt auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, war auch schon zu weit. Okay, alles klar. Ding, 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 Äpfel, Äpfel. Da sind auch welche. Okay, die findet man halt easy, ne? Einfach hier im Wald, abends, bis es leuchtet. Rumlaufen. Da auch noch. Da auch noch. Und da. Ich glaube, die haben wir jetzt auch fertig. Ich glaube, die haben wir jetzt auch mittlerweile fertig. Ja, wir werden wahrscheinlich sowieso noch mehr brauchen. Was ist das denn? Mein Schatz. Den mal eben wegmachen. So.
Auf diesem Brett steht etwas gekrakelt. Sieht aus wie mein Schatz. Können wir hier buddeln? Das ist noch ein Schwein. Hey. Ich puste mal. Puh. Aua. Okay, ich puste nochmal. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Findest du das lustig, dass ich hier rumpuste oder was? Okay, ich glaube, das war's. Dann nochmal eben ganz schnell da jetzt nochmal kicken. Ob da jetzt welche nachgewachsen sind. Immer noch nicht. Dann gehe ich mal da hoch und guck mal, ob ich von hier oben irgendwas Rotes sehe. Ach man, wir brauchen diese Scheißdinger. Kann doch nicht sein. Wo sind die denn? Oder ich gehe da hin und lass mich hochpusten. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Vielleicht da unten. Bei dem Baum. Da unten ist nämlich so ein Baum. Piep. Hui, was ist das denn? Jung, 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 jung. So, sehen wir jetzt hier was Rotes? Ich sehe hier nichts Rotes. Mann, oh. Das scheiß Blumen, ne? Da hinten? Nee, ich glaube, da hinten. Ich glaube, da sind 3 Stück. Ja! Kann man sich ja echt freuen. 4 sogar. Wow! Jackpot. Okay, reicht das wahrscheinlich sogar? Yeah! Jetzt schau es dir an. Wie wir einen neuen Talent kriegen. Oh, wir kriegen sogar ein neues Talent. Pilim, 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 pilim. Talente. Erhöht die Elementarkunde aller Figuren in der Truppe, außer sich selbst, beim Treffen von Gegnern mit Windseelenschaffung, Experiment 6308 oder verbotene Willenschaffung. Ismo Typ 75-2, 8 Sekunden lang um 20%. Also hier, das da und das da. Also wenn wir das benutzen und dann rüberspecken, haben die anderen 20% mehr. Ach ja, die Dinger müssen wir auch noch hochschufen. Mhm. Dafür brauchen wir ganz viele von denen. Und halt die Bücher. Aber die Bücher, warte mal. Montags. Ja, okay. Und dann noch von Yangfei. Auch Yangfei kriegt. Wir brauchen ja noch den Fluxfeuerbaum. Gut, gehen wir mal eben zum Fluxfeuerbaum. Dafür mache ich die Folgen ja auch länger, ne? Dafür, dass wir jetzt hier nur rumgurken. Ich glaube, das hat man gehört, ne? Ding, ding, ding. Warte, 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 warte. Direkt Level 70 auch machen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ah, einer zu viel. Zack. Und 75. Yeah, Level 70. Level 70. Ich kriege mir gar keine Belohnung dafür. Was ist das denn? Was ist das denn? Was braucht sie jetzt? Ach ja, jetzt brauchen wir ja Abenteuerstufe 70. Aber hey, wir haben endlich 79er. Der stand aber 69. Guck genauer hin. Oh ja, hast recht. Dim, dim, dim.
Hi, ich bin Level 70. Nicht mal Fischl ist Level 70. Guck, Level 60 nur. Und sie ist noch Level 50. Bam, 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 bam. Aber jetzt haben wir zwei Level 70er. Der trockt. Oh, jetzt mal voll Action hier. Wow, Action, Action, Action. Bam, 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 bam. Richtig Action angesagt. Aua, 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 aua. Jawollo, und jetzt leg dich auf den Rücken. Ich leg mich auf den Bauch, okay? Ja, auf den Bauch, genau, egal. Patsch! Und Patsch! Und Patsch! Komm mal, alle tot schon! Hui, daneben! Zack! Aua, 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 aua! Aua, 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 aua! Aua, 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 aua! Aua, 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 aua! So, komm her, ja. Ich meine, wir schaffen ja auch etwas, ne? So ist das ja nicht. Guck mal, Sascha Rose ist jetzt in dieser Folge Level 70 geworden. Und das wäre ja auch scheiße, wenn ich das zwischen den Folgen mache. Und dann denkt ihr so, was? Warum ist denn hier auf einmal so hoch? Aua, aua. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bam. Hier für dich. Einfach alles rauf da, was wir zu bieten haben. Wie gesagt, die Bosse, da können ruhig Leute mit dazu joinen. Wäre mir ganz angenehm. Aua. So. Puh. Anstrengend. Tlüm, 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 ein nur. Das heißt, wir müssen warten. Wie lange braucht er? In der Zeit können wir ja abgeben. Eine Minute. In der Zeit können wir mal eben die Dailies abgeben. Nee, eher. Also wir machen das auf jeden Fall noch fertig, bevor die Folge hier endet. Zack. Hopp. Hallo. Was kann ich für dich tun? Tägliche Mission. Natürlich, hier, bitteschön, dankeschön. Was kann ich noch für sie tun? Belohnung für Abenteuerstufe, ich bin Level 39 geworden. Ja klar, gar kein Problem, hier, bitteschön. Tidum, tidum, tidum. Vor allem Weltstufe 5 kriegen wir dann, ne? Dann wieder alles stärker. Was kann ich für sie tun? Ja, noch viel mehr. Nämlich das und das und das und das und das. Kann ich nachgucken, wie viele wir davon schon haben? 200, 300. Aber von denen kann man nie genug haben. Die brauchen wir auf jeden Fall auch, weil wir Fleisch brauchen. Warte, wie viele haben wir davon? 200, 100. 200, 100. Egal, weiter sammeln, ja. Bam. Bam. Und. Bam. So. Dann brauchen wir noch die Dinger. Herstellen. Diese komischen, was auch immer das sind.
diese leuchtender Nektar, genau. Mit Bonus, doppelter Ertrag. Okay, dann machen wir davon mal einfach mal 10. Und wir kriegen Pelum Pelum. Wow, 11. So, Sascha Roos. Sternenbild. Ich meinte Talente. Und zack. Level 3. Und zack. Level 4. Okay, jetzt brauchen wir noch 2 davon. Ey, wir brauchen davon auch einfach viel mehr. Viel, viel mehr. Okay, warte mal. Erstellen. Was ist das hier eigentlich? Hä? Herstellen, umwandeln. Was ist das? Hä? Umwandeln, das ist aber neu. Was ist das? Nee, das nicht. Staub von Azot. Eine Substanz, die aus Elementar Gleichgewicht. Was wird denn daraus? Guck mal, davon braucht man 27 Stück dann. Achso, wird aus dem Gelber. Da wird dann einfach ein ganz anderer draus. Aus Kernschmelze wird Ascheherz. Oder aus Ascheherz. Nee, aus Feueralter wird Ascheherz. Aus Ascheherz wird wieder ein Feueralter. Das wird. Ah, so. Aber wo kriegt man denn diese komischen Salben her? Na gut, wir brauchen hier aber noch diese anderen Dinger. Nein. Da, leuchtender Nektar. Dann machen wir davon nochmal 20. 3 behalte ich. Also. Boing. Oh, wir kriegen nicht mal ein zusätzliches. 10% Chance und nicht mal ein zusätzliches gekriegt. Ja, leg mich doch am Arsch hier weg. Ha, guck mal, eher so gleich Angst. So, Sternenbild. So, davon haben wir jetzt erstmal welche, aber wir haben halt diese Bücher nicht. Alles das gleiche Buch, ne? Montags. Da müssen wir hin. Dann gehen wir da hin. Und dann beende ich hier die Folge. Und dann machen wir nächste Folge Bücher One. Aber erstmal heilen. Erstmal heilen. Dankeschön. Oder auch nicht. Lass mich gehen. So. Oh, da sind auch noch welche. Hä? Jetzt sind die hier überall, oder was? Jetzt wird man zugeschissen damit. Ja, was hat denn? Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Erzähl mir nix. Ich fällt bestimmt noch mehr, warte. Ein bisschen umgucken hier. Was haben wir da? Nee, da sind nur Bären. Aber trotzdem, in unmittelbarer Nähe waren direkt wieder so ein Haufen Blümchen. Aber okay. Brauchen wir wahrscheinlich sowieso wieder. Kann ich mir gut vorstellen. Einfach pam, weg. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann holen wir die Bücher. Und in der übernächsten Folge, da werden wir auf jeden Fall dann auch mal wieder Hauptquest weitermachen. Aber jetzt müssen wir ein bisschen was für unsere Charaktere tun. Also haust rein, bis dann, auf Wiedersehen, tschüss.